Okay, Isaac will nicht auf Twitch connecten. Whatever. Vielleicht hat mich Twitch auch einfach gesperrt, weil ich, keine Ahnung, weil ich Minecraft drinstehen hatte und Isaac gespielt habe. Egal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac mit dem Rind im TS-Mobil. Ja. Yeah. Hallo. So, ich habe Kane ausgewählt. Mit dem Lucky Food. Oh, scheiße, Mann. Ich hasse diese Viecher. Geht weg. Ich habe gleich beim ersten Endgegner den blöden Duke of Fly gekriegt. Ja, das hatte ich aber eben da auch. Ach ja, genau. Der ist scheiße. Na, der dauert so lange, weil immer die Scheißfliegen. Ranger! Schaden abblocken, ey. Ja, na gut, also. Panic Farts. Okay. Ah, ich bin fett. Yay! So. Ja. Wir haben ihn auch noch ein bisschen in. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Wir haben ihn auch noch ein bisschen in Tekkit rumgeguckt, wollte ich eben sagen. Wir haben so ein bisschen was geplant, aber naja, das ist alles so. Wenn die Folge hier rauskommt, das ist so nicht zeitnah. Deswegen können wir jetzt auch nicht drüber reden. Ja, leider. Leider, leider. Aber es kommen. Ich sag einfach mal, es kommen da geile Sachen auf euch zu. Oh, das ist richtig Hammer. Oh, die schauen traurig. What the fuck? Worüber wir aber auch noch geredet haben, ist, dass. Aua. Ich mal wieder The Walking Dead spielen sollte. Oh ja. Was auch passieren soll, irgendwie in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme zeitlich. Weil es ist. Ich habe das eben dem Rind schon mal vorgelesen. Ich lese euch mal den Plan vor. Um 13 Uhr kommt Tekkit. Um 14 Uhr kommt ab und zu Tutorial. Um 15 Uhr kommt The Binding of Isaac. Um 16 Uhr kommen die Siedler. Okay, die Siedler kommen jetzt auch nicht so regelmäßig. Ich müsste jetzt einmal wieder aufnehmen. Auf jeden Fall kommt um 17 Uhr kommt Roach Legacy. Um 18 Uhr kommt Castle Crashers. Und um 21 Uhr kommt dann nochmal so ein, was weiß ich, so ein Horrorprojekt, was ich so spontan immer mal mache. Zum Beispiel Left 4 Dead. Und, also es ist schon recht eng gestrickt mit dem Plan. Echt wahr. Neulich hat sich jemand in den Kommentaren aufgeregt. Viele Grüße an dieser Stelle an ihn, wer immer das auch war. Dass ich zu viele Videos machen würde. Ich würde zu viele Videos machen. Ich habe gesagt, lol. Du hast Probleme. Andere Leute regen sich drüber auf, dass ich nicht genug Videos mache. Oder allgemein YouTuber nicht genug Videos machen. Naja. Ja. Leute haben Probleme. Jedem seine. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Das ist nicht cool. Geh weg, du Wurm. Ich habe gerade diesen ekelhaften Wurm. Larry Jr. Oh, der ist kacke. Sag ich doch. Er ist fast down. Ich bin hier in einem geilen Spiel. Der geht am Ende immer schnell. Wenn du den Kopf abgetrennt hast, dann ist er ganz down. So. Und HP ab. Alles klar. Supi. Dinner. Oder Deiner. Deiner MC. Gleich mal schamlose Werbung gemacht. Apropos, kennst du eigentlich das Megaprojekt? Oh ja, da habe ich das. Das habe ich richtig viel verfolgt. Ich gucke immer Dener. Ich schaue immer bei Corncrafter und Zeronik zu. Oder ich schaue eigentlich bei allen zu. Auch Spark of Phoenix finde ich auch geil. Okay. Spark of Phoenix hatte ich eine Zeit lang abonniert, aber irgendwie ist er dann langweilig geworden. Ja, er ist so, weiß nicht, der typische Student. Nein, so, keine Ahnung. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Da kann man auch noch ein bisschen was lernen, weil die spielen ja Feed the Beast und Feed the Beast ist ja viel Tekkit-mäßig. Ja. Und da kann man auch noch so ein bisschen was abschauen, was man vielleicht noch im Let's Play bauen könnte. Ja, ja. Ein bisschen Inspiration. Deswegen schaue ich ja auch andere Tekkit-Let's Plays, so wie Tekdown jetzt hier auch von Zander und bla bla bla, was die da machen. Wie sie alle heißen. Pogchamp Media und Playlerleo und whatever. Die spielen ja auch Tekkit. Und da schaue ich immer mal so ein bisschen, was man so machen könnte. Und da habe ich auch noch, ich habe so viel in Planung, aber man kann halt nicht alles machen. Ich will ja immer in Minecraft, da wünsche ich mir immer, wenn ein neues Update geplant wird oder so, dass da Autos oder so rauskommt. Das fände ich so geil. Jetzt kommen ja schon mal Pferde.
Ja, gut. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe schon jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang oder so kein Minecraft gespielt. Also Classic, Vanilla. Ja, Vanilla haben wir jetzt im Prinzip, wir bereiten uns ja jetzt auf den Äther vor, deswegen spielen wir jetzt nochmal Vanilla. Okay. Und ich muss auch sagen, es war ungewohnt. Erstmal wieder so richtig farmen und ja, es war Gibt keinen krass. Macerator mehr und so. Nee. Es war schon irgendwie krass. Also warte mal, das habe ich schon. Gut. Was ist denn beim Ether noch so da? Also, außer jetzt, dass es so eine Art zweite Hölle gibt. Gar nichts. Das ist eigentlich Ach alles. so, okay. Es gibt halt Dungeons und so in diesem Himmel dann, wo man halt ganz Ja. viele Items kriegen kann und ja, eigentlich ganz geil. Boah, zweimal diese fetten Viecher. Okay, der eine ist schon mal down. Der eine ist schon mal down. Ich hätte gerne wieder so ein Streamst du jetzt Shoot-Up. eigentlich gerade? Was? Streamst du jetzt gerade eigentlich? Nee, hat irgendwie nicht funktioniert. Okay. Hat nicht funktioniert. Ich hasse diesen Typen. Fucking. Du bist ja fast tot, Mann. So, du bist tot. Oh, Purgeon Boy. Ich hab die Krone. Ich hab die Krone. Ich hab die Krone. Welche Krone? So eine Krone, womit man noch ein bisschen Geld kriegt. Ah, okay. So, dann gehen wir noch mal weiter. Da ist eine Truhe, wo ich. Na, wenn ich, selbst wenn ich dran kommen würde, ich habe keine Schlüssel. Nee, damit. Hust. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin auf The Caves 1, okay. Dritte Ebene. Ich bin Basement 2, weil ich die ganze Zeit im Spielraum verbracht habe. Scheiße, Mann. Ich bin. Ah, ich werde angegriffen. Ah, ich werde angegriffen. Maden. Maden. Scheiße. Okay, noch ein Soul Heart. Ist natürlich auch gut. Oh, das ist ja einfach. Das ist ja easy jetzt. Sind gerade so Maden so inmitten vom Raum und drumherum ist so eine Schlucht. Also da kommen die nicht raus. Und da kann man gut draufballern. Kennst du Ja. diesen Raum, wenn da diese roten Klumpen, die immer so gerade in die Ecken schießen halt, ne, in so einer Mitte sind und du musst die irgendwie, weil rechts und links davon Steine sind, Ja, musst du von genau. unten da kommen und so. Das ist richtig ätzend. Das ist richtig, richtig scheiße. Oha, ich habe ein Pentagramm gekriegt. Oh, ein Pentagramm. Ich schau gleich mal nach, was es ist. Warte. Na, Damage up einfach. Achso. Das steht ja unten rechts. Und ich habe jetzt hier so eine Liste, so eine blutige irgendwie. Und so einen komischen Schlüssel. Da kann ich für zwei Herzen kaufen. Jeweils zwei Herzen. Eine Liste, weiß Warte, ich ich. guck mal eben nach. Könnte eine Map sein. In Game of Isaac, the key. So. Dann guck ich mal. Das darf doch nicht wahr sein, Mann. Geh doch tot, Mann. Geh doch tot. Mann. Dämliche Gibt es hier Maden. Item-List oder so? Yep, gibt es. Müsstest du eigentlich suchen können. Ja, ich sehe Oh, es. fliegen. Mal gucken. Bibel, bla. Forever alone. So, da gab es nichts. Gehen wir mal weiter nach da oben müssten wir, genau. Jetzt könnte ich auch. Ich könnte mir jetzt die Goldchest holen. Ja, die hole ich mir mal. Einmal. Zweimal. Was haben wir denn da? Eisen Ja, Magicken. okay. Lässt den Spieler anstelle von Tränen ein Blutstrahl Schrägstrich Laser schießen, welcher zuvor aufgeladen werden muss. Der Laser durchdringt Steine, Gegner und Haufen. Es ist auch möglich, den Laser vor dem Betreten eines Raums aufzuladen. Items, die die Tränen verbessern, verkürzen die Aufladezeit von Brimstone. Da der Laser spektral ist, wirkt sich kein Rückstoßeffekt auf den Gegner aus. Item Oh, das ist Magicken. cool. Player shots curves towards enemies and may turn purple until you leave the current room. Okay.
Also, andere Tränen. Die könnten mir beim Boss jetzt nützlich werden. Könnten, wohlgemerkt. Ich hasse diese Maden, ne? Die machen. Die machen aber gar nichts. Meine ich gar nichts. Das ist ja geil. Die machen gar nichts. Die sind einfach nur da. Die atmen. Oh, ein Rusty Key. Ne, Golden Key. Da kann ich nicht rein. Oder doch? Ach, jetzt brauche ich keinen Schlüssel mehr oder was? Geil. Da ist eine Batterie. Was kann denn die Batterie? Ach, die Batterie kann, glaube ich, das schneller aufladen. Dein Leertasten-Item wird dann schneller aufgeladen, glaube ich, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Jetzt habe ich noch einen Dime gefunden. Und was ist das für eine Karte? Könnte ich... The Hanged Man. Das ist natürlich auch geil. The Hanged Man. Da könnte man irgendwas erreichen. Muss man... Wo muss ich denn lang? Ach, da unten. Ich hab mich gerade gewundert, hä, wo ist denn der Bossraum? Lol. Aber ich hab ihn gefunden. Ja gut, hätte ich das vorher gewusst. Jane vs. Chad. Oh Gott. Ah, wie geil. Okay, die sind... Hey, den Boss kenne ich noch gar nicht. Wie heißt der? Chad. Das ist so ein... Ja, so eine rote Made. Scheiße, Mann. Scheiße. Ah. Mir nichts. Ich habe gerade auch lila Tränen. Also ich krieg den eigentlich ganz gut down. So, diese, die Gegner verfolgen. Ja, richtig. Oh, das ist geil. Aber ist nur eine Karte gewesen. Hm. Oh, Little Chat. Gives Hurts. Okay. Geil. Ja gut, dann gehen wir weiter. Nächste Base. The Caves 2. Vierte Ebene. Hast du schon mal den Satan geschafft eigentlich? Läuft gut. Den Satan? Nee. Warte mal. Ich war schon da. Hab aber den Satan selber noch nicht geschafft. Bin einmal, glaube ich, beim Satan gestorben. Und sonst immer bei, Was ist denn das hier für ein Scheiß, Mann? Bei Mom. Scheiß, Mann. Ja, bei Mom finde ich eigentlich relativ easy, wenn du die richtigen Items hast. Ja, ich komme immer mit diesen, mit diesen Fußstampfer-Scheiß nicht zurecht. Okay, jetzt habe ich noch ein halbes Herz. Das müsste jetzt echt mal... Ich brauche mal ein Leertasten-Item. Ich habe kein Leertasten-Item. Das ist so scheiße, Mann. Boah, und jetzt sind diese dämlichen Maden, die so aneinander hängen und die man so trennen kann. Wieso bin ich denn jetzt nicht gestorben? Oh, scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Scheiße. Warte, ich krieg hier die Macken. So. So. Komm schon, geh tot. Wo geh ich denn jetzt lang? Unten lang. Ich geh erstmal unten lang. Sag mal, guckst du eigentlich auch gern Horrorfilme und so? Ab und zu, ja. Ja? Ich würde mir jetzt auch diesen... Kennst du diese Kinowerbung, wo da so gesagt wird, kann ich nicht sterben? Fragezeichen? Nee, sagt mir nichts. Warte mal, ich guck mal kurz bei YouTube. Ich bin irgendwie gerade unverwundbar, weil... Ich nicht. Immer wenn ich Schaden kriege... Ja, jetzt bin ich gestorben. Du meinst mit dem Titel, kann ich nicht sterben, oder was? Nein. Das wollte ich bei YouTube. Nein, nein, ich bin gerade gestorben. Das hat sich auch erledigt. Nein, kennst du diese Fernsehwerbung, wo so gesagt wird, wir werden dich kriegen? Oh ja, davon hat mir ein Freund erzählt, aber die habe ich noch nie selber gesehen. Ich kenne nur die Fernsehwerbung oder die YouTube-Werbung, je nachdem, läuft ja überall. Okay. Das ist ein Film, den ich mir echt angucken würde. Okay. Weil ich finde allein diese Werbung so geil. Irgendwie. Ich bin werbegeschädigt. Kennst du Death Silence oder sowas? Oder so irgendein Death Silence oder sowas? Death Totenstille Silence. Oder irgendwie so. Nee. Das ist ein heftiger Film, ey. Den habe ich letztens mit ein paar Freunden geguckt. Da geht's so darum, dass so eine Familie, also kein Kind, aber Frau und Mann, die kriegen von einem anonymen Zusender
so eine Puppe geschenkt, so eine Bauchredner. Boah, Puppen sind gruselig. Oh ja, und wir haben auch richtig viele Puppenhorrorfilme noch danach. Puppenhorrorfilme sind echt gruselig, ohne Scheiß. Ich hasse auch so Puppen. Oh ja. Meine Mutter hatte die immer bei sich zu Hause stehen. Und ich habe die immer, als ich so alleine war, habe ich die immer im Schrank so dann rumgedreht, damit die mich nicht angucken. Boah, das war so, Puppen sind so, Ohne Scheiß, Mann. Mit ihrem scheiß starren Blick, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe so die typischen jetzt Filme geguckt wie Saw, alle 7 Teile von Saw habe ich geguckt. Ah, okay. Ich bin nicht so ein Saw-Fan irgendwie, ich weiß nicht warum. Ja, ich habe es mir angeschaut. Es gab mal eine Zeit da mit 14 oder so, da habe ich alle Saw-Teile geguckt und wollte auch immer neue sehen und so. Und ich weiß nicht, aber jetzt gar nicht mehr so mein Fall. Ja, es ist auch schon eine Weile her. Naja, auf jeden Fall, was ich jetzt noch neulich gesehen habe, also nochmal, habe ich damals schon mal im Fernsehen gesehen, ist, musst du dir mal anschauen? Gibt's auch online? Hust, hust. Wie hieß denn der? Quarantäne. Also wie Quarantäne halt geschrieben so wird. Ja, das hat mir eine Freundin von mir empfohlen. Die wollte auch, ich habe hier mal einen DVD-Abend gemacht mit ein paar Freunden. Ja. Und hat sie auch gesagt, ja, mach mal, lass uns mal den Film Quarantäne gucken, der soll so richtig cool sein und so. Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Der Freund von mir, der dann auch dabei war, der uns die ganzen Filme gekauft hat, der hat den nicht gefunden, irgendwie, weiß ich nicht. Ah. Also konnten wir nicht gucken, aber ich gucke nochmal heute. Ja, guck einfach mal. DVD-Ausleihladen. Genau. Ich habe ja auch ein Love-Film-Abo und da gucke ich zwar keine Horrorfilme, weil es da so ein bisschen mit, ich bin ja noch keine 18, fast 18. Und deswegen, die verarschen mich einfach. Naja, auf jeden Fall. Bei Lovefilm gucke ich so meistens auch so Serien. Also sehr viele Serien. Ich habe halt Big Bang Theory alle Staffeln gesehen, Two and a Half Men alle Staffeln gesehen. Sowas halt. Also das gucke ich auch noch. Okay. Und Filme auch. Also Lovefilm hat ja auch eine riesige Filmbibliothek. Und das wie ist so. Wie kostet das im Monat? So 6 Euro. Oh, das geht ja. Ja, und da hast du halt alle Filme so ziemlich auf Abruf. Und seitdem. Ich habe früher nie so Filme geschaut, habe ich neulich aber schon mal mit Fips drüber geredet. Ich glaube, beim Ether war das. Ich habe früher nie so Filme geguckt, aber seitdem ich dieses Love-Film-Abo habe, da bin ich sitze stundenlang davor und schaue mir Filme an, Mann. Auch am Fernseher, weil wir haben so einen Fernseher, so ein Smart-TV. Und da gibt es die Love-Film-App und auf dem Fernseher kannst du dann auch Filme gucken, einfach im Internet und voll geil. Okay. Ja. Gut, Folge ist eigentlich schon längst vorbei, wir labern hier noch so. Ach, bist du gestorben schon? Ja, hab ich doch gesagt. Wie in einem Horrorfilm, ey. Ich bin schon in den Tiefen 1. The Depth. Diebt. Die Bitte. Irgendwas. Alles klar. Gut. Dann sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ja. Bei so einigen Weise, ich weiß nicht, machen wir noch eine Folge oder? Ja, klar. Also ich bin hier jetzt noch am Spielen. Okay, dann machen wir noch eine Folge. Eine Folge machen wir noch. Dann sehen wir uns Handy, morgen. Ja. Jo. Ciao. Tschüss.